Guten Morgen bei meinem Let's Play Another Code. Guten Morgen deshalb, weil es ist 8 Uhr in der Früh, am Sonntag. Ah, was ist denn? Da ist jemand. Was? Gut, die behauptet, da ist jemand, aber es ist auf Anhieb zu erkennen, dass das nur ein Bild ist. Trotzdem schauen wir schnell dahin. Weil vielleicht können die das von Weitem echt nicht erkennen. Oh, was? Da ist ein Porträt. Ich dachte schon, das wäre vielleicht Papa. Tut mir leid. Aber ich frage mich, wer der Mann auf dem Bild wohl sein könnte. Das ist Urgroßvater. Dann ist dieser Mann also der Großvater von deinem Vater. Stimmt. Und links unten auf dem Bild steht auch ein Name. Lawrence Edward. Mein Urgroßvater. Gut, dass ihr kommen konntet. Was ist denn los, Dee? Ashley, jetzt weiß ich es wieder. Vater und ich, wir waren hier, um meinen kranken Urgroßvater zu besuchen. Das war also der Grund für euren Besuch. Oh. Geräusche. Das ist doch ein Piano. Auf Deutsch ein Klavier. Oder ein Flügel, kommt drauf an. Das Musikzimmer. Im Musikzimmer gibt es ein Piano. Also, ich dachte früher immer, dass ein Klavier ein Flügel ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Ein Klavier ist ja nur ganz klein. Naja, aber Flügel ist ja noch was ganz anderes. Porträt, oh mein Gott, jetzt geht's los. So früh sollte man vielleicht nicht aufnehmen. Schauen wir da rein. Oder dürfen wir noch nicht rein, oder? Abgeschlossen, geht nicht auf. Und hier? Die Tür ist abgeschlossen. Oh. Und hier? Ah, hier können wir rein. Oh, perfekt, da ist ja gleich das Musikzimmer. Also die Orientierung in der Villa finde ich manchmal echt schwierig, aber ich habe eher einen Orientierungssinn, der ist für die Katz. Da ist ja das Piano. Sag ich doch. Ja, doch, ein Flügel. Kein Klavier. Aber hier ist ja niemand. Auf dem Boden liegen Papiere. Auf einem der Blätter steht der folgende Text. Bei der Entwicklung und Anwendung des Another, dessen Theorie wir im Rahmen der Erforschungen, nur der Erforschung der Vererbung von Erinnerung formuliert haben, muss ein Aspekt dringend beachtet werden. Es sollten nur solche Personen an der Entwicklung und Anwendung des Another teilhaben, die sich über die große Bedeutung der Erinnerung für menschliche Existenz bewusst sind. Das ist ein Teil des Another Forschungsbericht. Aber wieso liegt er hier auf dem Boden? Another? Genau. Ashley, was ist Another? Das ist etwas, das Papa und Mama erforscht haben. Anscheinend irgendein Gerät, das mit der Erinnerung zu tun hat. Erinnerung. Ein Gerät. Ich weiß auch nicht so genau. Dann schauen wir uns doch mal das Klavier an. Oh, schauen wir uns erst das Bild an. An der Wand hängt ein Porträt. Es zeigt einen Mann am Piano. Wer mag das nur sein? Weißt du, wer das ist? Nein, keine Ahnung. Unser erstes Kästchen vom Bild ist schon voll.
das Piano in diesem Raum. Ich zeige euch was am Piano. Aber erst muss ich hier gucken, ob da nicht vielleicht eine versteckte DHS-Karte ist. Nee, okay. Ach so, es gibt nämlich versteckte DHS-Karten. Ich weiß nicht, ob ich jemals alle gefunden habe. Aber es kann sein. Sie versucht, die Melodie von eben nachzuspielen. Aber wer hat drauf gespielt? Und wohin ist der verschwunden, nachdem er gespielt hat? Nachdem er gespielt hat? Können wir jetzt nicht spielen? Ich will doch nur... Nanu, auf den Tasten sind Sternzeichen angebracht. Ob das vielleicht... So, das wollte ich. Nur, dass Sternzeichen drauf sind. Auf dem Sofa ist nichts. Auf dem Tisch ist auch nichts. In dem Regal stehen Bücher. Ja. Aber hier ist sicher irgendeine Karte, weil sonst würde es mir das nicht so anzeigen. Anzeigen. Oh, mein kleiner Bruder ist wach. Ich höre ihn husten. Oh, das gibt's doch nicht. Da muss doch was sein. Was ist das hier? Toll, die Wände sind schmutzig. Oh, ich dachte, hier gibt's was. Entschuldigung. Ah, hier ist eine. Ja, ihr seht schon, die Karten werden uns nicht einfach so angezeigt. Weiße Bücher, Einband, Sternzeichen und Buchstaben. Öffne die Tür, indem du spielst. Was ist los? Jetzt fällt es mir wieder ein. Das hat mir Vater einmal erklärt. Wenn man auf dem Piano die geheime Melodie spielt, die geheime Melodie, dann öffnet sich die Geheimtür. Was? Na, mal gucken, ob wir das lösen können. Sternzeichen und Buchstaben. Vielleicht müssen wir ja die Bücher nur richtig sortieren. H und Mass. Tor. Vielleicht Hort. Hammers. Oh, das war falsch. Aber ihr seht, es ist noch viel Platz. Also, es fehlen ein paar Bücher, genau. So, die DHS-Karte hat uns nicht einfach so angezeigt. Uns zeigt nur die Karten, die von ihrem Vater sind, einfach so an. Welche dann die hier wären. Aber wenn ich das jetzt anklicke, dann liest das mir nochmal vor. Und immer die mit ganz komischen Zahlen sind. Ich jetzt Notizen. Wenn man längere Zeit allein lebt, vollziehen sich unvorhersehbare Veränderungen. So habe ich die Angewohnheit angenommen, Lieder zu summen, während ich durch die Villa spaziere. Ich summe wirklich Lieder? Unglaublich, aber wahr. Und es ist stets das gleiche Lied, das ich summe. Jenes unvergessliche Lied, das im Café lief, als ich Sayoko zum ersten Mal traf. Jedes Mal, wenn ich das Lied summe, erinnere ich mich daran, wie die Zeit stehen blieb, als Sayoko mich ansah. Daran, dass in jenem Schicksalmoment der Liebe zu ihr ihren Anfang nahm. Jetzt. Nur in diesen Momenten weicht die tiefe Einsamkeit von mir, die mich sonst stets begleitet. Oh, wie süß. Oh, schön, voll der Liebesbeweis, oh Gott. So, da ist nichts mehr. Wells, wir erinnern uns, Wells war der Butler. Der hat ein eigenes Zimmer. Sogar ein recht großes, wie es scheint. Cool. Thank you.
jetzt immer, diese Schublade ist leer. Und diese hier? Und diese hier? Hoppala. Oh, wieso sind die alle leer? Dann schauen wir mal den Tisch an. Hier drin vielleicht was? Gut. Was haben wir denn hier? Ein Notizblock. Könnte sein, dass der Notizblatt dem Vater gehört. Da steht nichts, aber das obere Blatt ist abgerissen. Hm, aber was ist denn? Auf dem Notizblock, da haben sich Buchstaben durchgedrückt. Ich frage mich, was auf dem obersten Blatt gestanden hat. Eine weiße Karte, die ist von ihrem Vater. Eine Karte neben dem Block. Was sagt er denn so? Huch, Verzeihung. Ashley, auf der Suche nach mir bist du bis hier gekommen. Ich bin stolz auf dich und ich will dich schnell treffen. Ich will dir von Manada und von deiner Mutter erzählen. Ich warte auf dich in einem Zimmer im hinteren Teil der Villa. In einem Zimmer im hinteren Teil der Villa? Da finde ich also Papa. Da finde ich Papa also. Ach, egal. Aber was macht Papa nur in dieser Villa? Und was ist dieses Another? Sicher erzählt mir Papa alles über Mama und dieses Another. Wenn ich ihn gefunden habe. Ach, Papa. Da hier schon ein Bleistift liegt, wird es ein leichtes sein. Um die durchgedruckten Spuren sichtbar zu machen. Oh nee. Der Bleistift ist abgebrochen. Oh. Sieht so aus. Könnte man nicht irgendeinen Ersatz für den Bleistift finden? Ein Ersatz für den Bleistift? Ich habe vorhin einen Kamin gesehen. Aber hier will ich erst noch das Buch mitnehmen. Welches man gleich auf Anhieb sieht, finde ich. Ein Buch mit weißem Einband. Buchstabe und Sternzeichen. Dieses Buch gehört sicher in das Regal im Musikzimmer. Das glaube ich auch. Also mitnehmen. Jetzt haben wir schon ein Y. Mehr. Oder ein Y. Überhaupt ein Y. So, wir wollen noch wissen, was auf der Notiz steht. Danach ist der Part beendet. Also, da hinten ist ein Kamin. Kohle. Mit Kohle kann man auch malen. Ach, das war meine Aufgabe. Wir haben also eine Spielaktion gemacht und ich habe Holzkohle, ja. Die Aufgabe gehabt, ein Spiel zu machen mit den Kindern und wir waren zu zweit und dann haben wir gesagt, gut, wir machen was Schwierigeres. Montagsmaler mit Kohle. Und mit Kohle malen, das ist gar nicht so leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Aber es war lustig. Und wir haben rausgefunden, dass bei Montagsmaler fast jeder dasselbe malt. Also wir hatten auch schwerere Begriffe, wie zum Beispiel Rapunzels Turm. Und die fangen alle gleich an. Das ist faszinierend. Das war echt cool. Ich hätte es nie gedacht. Aber es ist tatsächlich so. So, wo haben wir Holzkohle? Hier. Holzkohle verwendet. So, dann schauen wir mal, was auf dem Block so drauf stand. Oh, hier haben wir schon Buchstaben. Bill? Will? Also Bill wird? Oder Bill will? Eis? Ja, hier gibt's kein letztes Wort. Oh, doch hier.
Oh, es ist doch Englisch. Also, Bill wird kommen. Bill wird kommen. Aha. Was hat es damit denn auf sich? Wer ist Bill überhaupt? So, jetzt kann man lesen, was da gestanden hat. Bill wird kommen. Ja, und ich finde, das ist ein wunderschöner Abschiedsbildschirm. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.